Hallöchen Leute und willkommen zu Animal Crossing New Leaf, die 100 Tagen Tag 25? Haben wir heute das Viertel erreicht? Ich glaube, wir sind bei 25, oder? Ich weiß es nicht. Zum Glück schreibe ich es immer in die Beschreibung. Aber es geht, guten Morgen. Es ist super dunkel hier, weil es schon wieder nur regnet. Ah, das Wetter ist so eine Katastrophe. Ja, ja, Melinda, mach mal, mach mal, mach mal. Einfach alles so dunkel, alles deprimierend hier. Aber hey, ich habe ein paar Briefe. Und jemand hat mir gesagt, und ich weiß, dass ich kann Briefe aufbewahren, aber ich meine, es ist schneller, wenn man sie wegwirft. Oh mein Gott, das sind so viele Briefe. Holy shit. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Als ob ich so viel bekommen habe. Habe ich so viel Post gestern verschickt? Habe ich das einfach vergessen? Waren das so viele? Einfach ganze halbe Poststation hier. So, gib mal her. Okay. Seid ihr bereit? Jetzt wird viel gelesen. sogar mit drei Geschenken von Luzi. Hallo, Fully. Dieser Brief enthält einen Zauber. Fully, du willst mit mir spielen. Du willst mit mir spielen. Du willst mit mir spielen. Hat's geklappt? Kommst du her? Komm spielen, Luzi. What the fuck? Luzi was? Oh mein Gott. Das war ein bisschen psychotisch, wenn ich ehrlich bin. Oha, ein Astroboden. Dankeschön, eins. Wie geht's, Sportsfreundin? Ein Weltklasse-Geschenk, Sportsfreundin. Vielen Dank. Ich hoffe, dass dieser Brief mit einem Geschenk kam. Es ist toll. Hängt es dran? Es ist hier, das hier wird dir gefallen. Von Muskelheinz. Was erzählt der da? Das war ganz schön holprig geschrieben. Ich glaube, Heinz ist nicht so gut im Briefe schreiben. Von Manu. Sei gegrüßt, Fully. Dein Geschenk war eine willkommene Überraschung. Ich habe dir ebenfalls ein Geschenk ausgesucht zum Ausgleich. Trifft es deinen Geschmack? Schaut mal, Manu. Die kann viel besser Briefe schreiben. Es ist eine Tapete, ne? Rokokokoko. Okay. Und Mischka, was hast du geschrieben? Uhu, Fully. Warum haben drei von den vier Leuten das gleiche Briefpapier einfach verwendet? Woher habt ihr das alle? Das ist ja. Danke für den super langen Brief. Er liegt neben meinem Bett, damit ich ihn vor dem Schlafengehen lesen kann. Dein Geschenk war auch toll. Ich lieb von dir. Die trägt aber mein Outfit nicht. Das war gar nicht so toll, oder? Kinderteppich. Noch eine, noch ein Boden. Boden, Tapete. Immer nur das Gleiche, hä? Da bist du ja. Wir sollten miteinander reden. Komm schon. Mensch, du siehst heute sogar noch mehr aus wie du selbst. Das hast du immer. Weißt du, was liegt dann? Wie läuft's? Ich habe ein richtig großes Problem, Fully. Du musst eine Aufgabe für mich erledigen. Ich kann das doch nicht. Ich habe total Lust auf Früchte, aber ich will nicht, dass die Leute sehen, wie ich einen Baum schüttel. Kannst du mir nicht eine Kirsche bringen? Oh, du bist toll, Fully. Danke für deine Hilfe. Okay, was liegt dann? Ja, probier mal. Ich habe mich jetzt so schon drauf gefreut. Warum bin ich euer Lieferant, hä? Da. Da hast du. Schmatz die weg. Wow, die riecht so lecker. Die lag den ganzen Tag in meiner Tasche. Ja, yeah, die ist sowas von oberlecker. Ich liebe diese Frucht. Njam, njam, njam. Warte mal, ich muss dir dafür was schenken. Guck mal, wie wär's mit diesem Pappkoffer? Ein Pappkoffer? Danke, 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 dass du mir diese Frucht gebracht hast. Ein Pappkoffer? Was zum Fick ist ein Pappkoffer? Meinst du Papiertüte? Na, wir werden es gleich sehen. Erst einmal müssen wir mal checken, ob wir heute den Jackpot geknackt haben. Wie stehen heute die Preise, hä? Huh? Hört ihr das? Ihr hört sie, oder? Wo? Direkt über mir! Direkt über mir! Hab dich! Nice! Oh, wo ist es denn? Einfach mal 3 Kilometer in die falsche Richtung gucken. So, was haben wir denn da? Noch ein Ballonmöbelstück? Nein, eine Ballonuhr.
Es ist doch noch ein Ballonmöbelstück. Und bei dir so, Eleanor? Wie geht's? Guten Morgen. Hoffentlich wird heute ein guter Tag. Ja, wolltest du irgendwas? Es wird kein guter Tag, wenn ich heute nicht die fucking Rübenpreise bekomme, die ich will. Wie läuft's? Ich bin gerade beim Umräumen und ich würde gerne meine Küchenzeile schon wieder ersetzen. Nein, habe ich nicht. Hör auf, deine Küchenzeile ersetzen zu wollen. Das liegt nur an deiner Wasserverschwendung, dass du das willst. Oh, jo, ich bin Eleanor. Ich lasse den ganzen Tag das Wasser laufen. Oh, meine Wasserpreise gehen so in die Höhe. Tja, da muss ich wohl meine Küchenzeile ersetzen. Die muss wohl raus. Ich ist einfach nur Wasserschlucker. Mann. Man könnte auch einfach mal drauf achten, was man tut, oder? Einfach mal ein bisschen sparsam umgehen. Nee. Aber wenn das Wasser läuft, dann kann ich so gut schlafen. Tja, nicht dein Problem, nicht mein Problem, Eleanor. Such dir andere Schlaftaktiken aus. So viele Früchte hier überall. Man, haben wir heute... Mensch, ja, man. Man. Haben wir heute etwa Erntetag schon wieder? So. Was steht eigentlich an für die Extrapreise? Folgende, Kleider. Kleider. Das ist super spezifisch. Wie gestern die Socken einfach. Viel zu spezifisch. Oh? Hm? Was geht da ab? Hi, du bist mir ein Schlingelhoch, Fully. Oh, ich habe gar nicht alles mitbekommen. Ich habe nur geguckt. Hm? Doch, dich kenne ich noch nicht. Bist du gerade erst hergezogen? Gerade erst. Ich wohne hier schon seit 3 Wochen. Ach, Björn, sei nicht albern. Das ist doch Fully, unsere neue Bürgermeisterin. Du bist ja schon eine Weile in der Stadt, aber mein Björni-Bärchen hat dich noch nicht kennengelernt. Es schläft viel, musst du wissen. Was, Blitz im Ernst? Wie konnte ich da nur verschlafen? Ich bin Rosinas Gatte, Björn. Ich bastel gerne Möbel rum und möble sie auf, damit was richtig Schickes draus wird. Mein Björni-Bärchen ist ein wahrer Aufmöbeltalent. Er ändert den Anstrich erneut die Polsterung und ich kann nicht reden. Wenn Björn Hand anlegt, wird jedes Möbelstück im Handumdrehen zum Meisterwerk. Da sagt sie was Wahres. Also, bevor ich deinen alten Krempel bevor du deinen alten Krempel wegschmeißt, bring ihn lieber zu mir. Dann wirst du ihn nicht wiedererkennen. Ach, Fully, nimm mein Björni-Bärchen nicht so ernst. Hm. Okay, und wie sind jetzt die Rübenpreise? Es hat so lange gedauert, bis er, das Ding, dafür brauche ich die ganzen Steine, ne? Es hat so lange gedauert, bis das offen war? Ich habe jeden Tag gespielt. Für 25 Tage schon. Okay, Rübenpreise. Alles oder nichts heute. Fuck. Ich brauche das Geld, okay? Ja, ist in Ordnung. Oh, Leute. Alles nur Katastrophe hier, ey. Alles nur eine Katastrophe. Ja, das waren die Höchstpreise. Und sie werden nur niedriger. Und Mittwoch und Donnerstag ist meistens der beste Preis. Luzi, was mache ich denn nur? Ich bin ruiniert. Morgen, so bin ich zu sehen, Flummi. Also, was liegt da an Schnauze? Ich bin pleite. Sag mal, ich bin echt neugierig, was du in letzter Zeit in deiner Bude verändert hast. Gar nichts, ich habe kein Geld. Also so Inneneinrichtungmäßig. Am liebsten würde ich sofort zu dir gehen und sie angucken. Gehen wir. Hey, ich bin direkt auf den Fersen. Luzi, wusstest du, dass ich absolut alles verloren habe? Wie viel hast du denn da reingesteckt in die Rüben? 160.000 oder so. 160.000? Oh mein Gott, hättest du damit nicht unser Museum bezahlen können? Ein Maul. Ich weiß es doch auch. Mann. Komm, hier rein. Siehst du, nichts ist los. Gar nichts los. Alles Katastrophe. Ich kann nichts ändern, solange Bewohner hier sind, ne? Hey, danke, dass ich vorbei schauen darf, Schnauzi. Oh boy.
Ich habe immer eine Wunderlampe. Ist das nicht cool? Nee, kann ich nicht, wenn ich gerade Besuch habe. Okay, jetzt müssen wir aber echt mal schauen. Also, ich werde wahrscheinlich dann spätestens Samstag, wenn der Preis sich nicht erholt, was er wahrscheinlich nicht tun wird, vermute ich einfach mal, spätestens Samstag nach 12 Uhr meine Rüben verkaufen und hoffen, dass ich keinen Verlust erlitten habe. Ich habe bisher ja jeden Preis gecheckt, aber alle sind scheiße. Also, alle sind kolossal scheiße sogar. Die ganze Woche war mies, als ob ich nicht einen Tag in der Woche einen Preis habe, der so ein bisschen besser ist. Erstmal hier drüber, hier hinsetzen und drüber nachdenken. Eieiei. Was alles hier nur passiert. Nur Katastrophen hier. Nur Katastrophen. Und du, Luzi? Oh ja, genau so habe ich mir deine Bude vorgestellt, Flummi. Sehr schick und eben total wie du. Bin total wie ich und geh jetzt raus. Ciao. Hey, wohin gehst du? Musst du los oder so? Dann geh ich auch mal was, Schnauzi. Danke, dass ich dich besuchen durfte. Ja. Bitte, bitte, bitte. Immer gerne. Muss meine Depression hier draußen irgendwie verstecken. Verstecken, das ist das Wort. Oh. Wie kommen eigentlich die Bewohner nie aus meinem Haus raus? Die werden irgendwo anders hin teleportiert, hä? Was geht ab, Mischka? Mein Leben ist ruiniert. Wulli, was für ein Morgen. Also, was liegt an? Lass uns quatschen. Heute ist es so sonnig, dass ich unbedingt Pirouetten drehen muss. Okay. Bist du irgendwie in einem Auftritt oder so? Pirouetten. Sieht aus wie eine Katze, aber sagt sie nicht. Oh. Okay, Kinderteppich ist der hier, ne? Dachte ich mir. Das ist der Astroboden. Der ist okay, aber der sieht aus wie ein Küchenboden. Und die Rokoko-Tapete. Ach ja, hatten wir den nicht sogar schon mal? Ich weiß ja nicht. Schulraumtapete, Boden. So heißt der eigentlich? Okay. Wie sehen die Möbel eigentlich alle aus, die ich hier gerade habe? Pappkoffer. Das ist ein Pappkoffer? Ah. Ja, kein Platz für die Ballonuhr. Das ist in Ordnung. Ich habe einfach keinen Platz mehr für gar nichts. Okay, wir werden so nah... Wir werden bald ausräumen müssen. Ausmisten. Dringend, Leute. Dringend. Seht ihr das denn nicht? Ich habe keinen Platz mehr. Hey, Rüben. Wollt ihr mal irgendwie für Glück oder so beten? Wollt ihr was machen, damit ich richtig viel Geld verdienen kann? Irgendwas? Magischer Spruch? Wie, gib mir gute Rübenpreise, gib mir gute Rübenpreise, gib mir gute Rübenpreise in 5 Minuten. Komm schon. Ob das funktioniert hat? Ich weiß ja nicht so genau. Mischka, was starrst du Caroline so an? Habt ihr ein Gespräch? Nein. Nein, sie, die Villager hier haben nie Gespräche zu zweit, die man belauschen kann. Ich vermisse das voll. Guten Morgen. Ich liebe es einfach, das zu sagen. Guten Morgen. Also, was gibt's? Unterhalten wir uns. Peter ist heute super beschäftigt mit all seinen Lieferungen. Hoffentlich geht er auch vorsichtig mit meiner Fanpost um. Ich rechne damit, dass er mir heute einen ganzen Batzen davon bringen wird. Ich misste wohl besser meinen Briefkasten aus, damit ich wieder Platz für neue Fanpost habe. Emma, hast du die Rechnungen alle bezahlt, Mischka? Mischka, Rechnungen. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Ja, Huschke. Ja. Ob ich Huschke sehen werde? Oh, hey. Erstes Fossil des Tages. Ich muss niesen. Oh mein Gott, meine Nase prickelt und kitzelt und... Oh, no. Oh, ein Fossil. Oh, scheiße. Okay. Bist du der Stein? Du bist wirklich der Geldstein. Ich fasse es nicht. Nein! Ja. Hätte ich mal ein Loch noch gegraben für die Stütze. Aber nein, bei Carolins Haus, da rutschst du ja weg wie, Wie, du weißt schon, wie irgendwas. Man rutscht ja wie sonst was. Rutscht weg wie auf Eis. Schlimmer gerutscht als Luigi. Oh.
So. Wir haben noch ein paar Minütchen, ne? Vielleicht treffen wir noch den einen oder anderen Bewohner. Ich nehme halt nur all das Obst mit oder schüttel es runter. Dann können wir das mal alles schön verkaufen. Ich meine, wir haben ja trotz allem, obwohl ich nicht wirklich aktiv irgendwie super hart versucht habe, Geld zu sammeln, eine Menge Kohle bekommen. Die Tage jetzt wieder. Aber ich fände es trotzdem sehr schade, wenn all unsere Rübenpreise, all meine Rübenbemühungen, alle umsonst gewesen wären. All die Wochen, all die Tage, wo ich gesagt habe, Rübenpreise, Rübenpreise und dann einfach alles scheiße. Steht hier. Das ist, das war ein Gedicht. Oh, Heinz ist zu Hause. Seht ihr den Rauch? Ich glaube, der ist am Fisch kochen. Heinz, 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 ich komm vorbei. Oder? Ist es schlimm? Ich komm einfach mal rein. Was geht? Warte mal, wir haben Huschke nicht getroffen. Manu und Marius, ne? Yo, schaut euch mal den Heinz an. Alles, was er hier hat, hat er von mir. Yo, Flummi. Ich meine, die ganzen, ich meine, die Couch und die ganzen Dingens, Klamotten und so. Alles von mir. Ich habe dich zu dem gemacht, was du heute bist, Heinz. Hast du auch fleißig heute trainiert? Du kannst dich gerne hier ausruhen, Katza. Was liegt an, Sportsfreundin? Plaudern wir. Hey, Flummi. Könntest du bitte mal kurz für mich einspringen? Ich habe neulich was gefunden, das Caroline verloren hat. Kannst du es hier rüberbringen? Schon unterwegs. Klasse, danke. Ich weiß, dass die Sache bei dir am besten in den Händen ist. Ach ja, Kalle habe ich auch noch nicht gesehen. Enterich. Du kümmerst dich doch heute noch drum, oder? Also auf die Plätze, fertig, los. Oh mein Gott, schnell lauf. Hat er mir zum Abschied noch gewunken. Wollte er mich loswerden? Glaubt ihr, Heinz ist so einer dieser Leute, die sagen, oh ja, wir sind alle absolut beste Freunde. Du kannst jederzeit bei mir vorbeikommen, bla bla bla. Aber dann will er mich doch loswerden. Ja, er hat doch keinen Bock irgendwann. Caroline, ich hab was für dich. Morgen, Fully. Ich bin heute extra früh aufgestanden. Extrem uncool. Was wolltest du jetzt eigentlich? Deine Lieferung. Ha? Was könnte das sein? Da, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber hier, von Heinz für dich. Da, nimm es. Nimm es. Oh, das habe ich hier liegen gelassen. Oh, mein Smaragdtischchen. Oh Mann, und ich dachte schon, ich hätte es für immer verloren. War wohl etwas zu vorstellen, mir direkt Ersatz zuzulegen. Oh, wenigstens weiß ich jetzt, was damit passiert ist. Smaragdtischchen. Habe ich nicht letztens sowas auch bekommen? Habe ich das nicht Heinz gegeben sogar? Heinz? Was ist mit dem Smaragdtisch passiert? Ne, Luzi? Ja, yeah, genau, endlich sagt's mal einer. Also diese olle Disco-Kugel letzte Nacht hat mich ja total genervt, Flummi. Egal wie sehr ich versucht habe, zu strahlen und zu glänzen. Sie hat einfach mehr geglitzert als ich. Dabei bin ich sonst immer der Star in der Disco. Sag mir, dass ich meinen Disco-Glanz nicht verloren habe. Hast du nicht. Du und Glanz. Oh, das ist lieb von dir, Flummi. Wie hätte ich ohne dich bloß den Tag überstanden? Ja, wie? Hm? Ja, wie nur? So, und jetzt kannst du doch bestimmt irgendwie in den internationalen Rübenpreisen-Daten rumfuschen, sodass beide Rübenpreise heute extra fancy sind, oder? Seid ihr bereit für den nächsten Rübenpreis? Ich bin's nicht. Bin absolut nicht bereit. Bin bereit zu weinen. Und ihr so? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh, was, wenn die Rübenpreise so richtig scheiße wieder sind? Ah. Ja, dann muss ich einfach beim nächsten Mal mehr Geld in die Rüben stecken, hör? Ich hätte mehr Rüben kaufen müssen. 2000 waren nicht genug. Ich hätte viel mehr investieren sollen. Oh, hey, Manu. Was geht ab, Manu? Sie trägt nicht das neue Outfit. No! Ach, der längste Einkaufsrausch beginnt mit dem ersten Kauf. Aber wo wird der enden? Tja, okay. Rübenpreise. 97! Oh, shit, wir haben Plus! Verkaufe ich oder warte ich? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Oh mein Gott, ich bin so hin und her gerissen. Ich meine, es sind 3 Sterne des Plus. Aber der Preis scheint ja jetzt wieder hoch zu gehen. Der Spike, also, der ist ja die ganze Zeit runtergegangen. Das heißt, der geht doch jetzt wieder hoch, oder?
Oder? Oder? Leute, komm schon. Ich meine, das ist es jetzt. Wenn ich morgen wieder ankomme, habe ich einen Banger-Preis, oder? Oder? Ich hoffe. Ich bin so unentschlossen. Ah! Oh. Eins. Ich habe deinen Job erfüllt. Ich habe deinen Job erledigt. Ich erledige nämlich immer meine Jobs. Ja, außer wenn es darum geht, oh, kannst du mir ein Möbelstück finden? Oder, oh, Fuli, kannst du mir einen Insekt fangen? Was nicht zu dieser Tageszeit gerade rumschwirrt. Das war, glaube ich, in Wild World auch nicht so. Warte mal. Ah, doch. Wir haben überall Kokosnüsse. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass es so war. Ich habe eben immer das Gefühl gehabt, oder ich habe zumindest in Erinnerung, dass jeder Auftrag von Fischen oder Insekten immer auch passend gerade zu der Zeit auch fangbar war. Nicht so wie die, oh, willst du mir was für einen Abend, späten Abend fangen oder so? Was? Du schon wieder? Was kann ich für dich tun? Hab's abgeliefert. Vielen Dank, dass du das Paket für mich ausgeliefert hast. Caroline hat nichts dazu gesagt, oder? Naja. Was? Es war schon Ersatz im Haus? Und doch genau das Gleiche? Aha, was für ein Eigentor. Ach eins, mach dir nichts draus. Lass mal weiter labern. Oh, Flummi, was gibt's diesmal? Rede mit mir. Die Leute reden viel über dich im Moment. Hm. Sorry. Und dabei fällt oft das Wörtchen Försterin. Wie sehr trifft das denn zu? Woher wussten die das? Aber passt perfekt. Echt? Ha! Hier und da kocht unsere Gerüchteküche auch immer was Gutes. Warum ist das was Gutes gekocht? Jo, Flummi, haben wir uns nicht gerade eben erst getroffen und da war das deine Doppelgängerin Katza. Was gibt's Neues? Am Tag nach dem Regen ist die Erde tierisch weich. Dann kommen echt merkwürdige Gestalten aus dem Boden gekrochen und... Was glaubst du wohl, wovon ich gerade rede? Gyroids. Wow, du kennst dich ja echt aus. Es hängt mit Regen zusammen, wirklich? Gyroiden findest du am einfachsten am Tag nach dem Regen. Genug geplappert. Jetzt geh raus und buddel ein paar aus. Oh mein Gott. Ich hatte keine Ahnung. Ha! War das schon immer so, dass das ein New Leaf-Ding? Ich erinnere mich nicht daran, dass das jemals so ein Ding war. Ha! 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 Man lernt ja nie aus, ha? Fully, du lernst die ganze Zeit nicht dazu. Wir zählen, die dauert irgendwas. Ja, ja, ist okay, ich weiß. Immer dieser Fully-Schmully. Ja, ja, ja. Oh, hey, eine Koralle. Die ist ganz schön Korall, Leute. Ha, den Joke hat noch nie jemand gebracht. Oh, ich nicht witzig. Dafür seid ihr hier. Dafür guckt ihr dieses Video. Und ich bin überhaupt noch nicht verpennt oder so. Oh. Naja, ich muss halt immer vor 9 Uhr, also in der ersten Stunde, wo ich noch wach bin, anfangen aufzunehmen. Wegen den doppelten Rübenpreisen, damit wir ein bisschen Zeit für alles haben. Das heißt, ja, ja, vielleicht sollte ich das nächste Woche anders machen, ne? Einfach später aufnehmen. Aber dann muss ich warten, bis ich aufnehme. Alles kompliziert, alles schwierig, Leute. Hm. Aber erst einmal schütteln wir all die Palmen runter. All die Kokosnüsse sind meins. Und dann gibt's auch so einen gewissen kleinen Enterich, den ich heute noch nicht getroffen habe und den ich unbedingt sprechen will. Nachher, Marius geistert hier auch irgendwo rum. Ach, glaubt ihr, ich glaube, Kalle ist wieder Dingens im Museum, ha? Glaubt ihr, Kalle ist wieder heute im Museum unterwegs? Demnächst muss ich auch mal in der Kunstgalerie vorbeischauen, ha? Ich meine, zwei ganze Bilder in einer Ausstellung, das ist eine Menge. Das will sich doch jeder angucken. Oh, Fully, eigentlich ist es so ein es gibt so ein Mindestmaß an Ausstellungsstücken, die du brauchst, bis wir heute dorthin gehen. Achso, ja, umso besser. Wir gehen ja nur nicht in die Kunstausstellung. Oder vielleicht ist Marius dort und beschwert sich, dass wieder zu wenig ausgestellt ist. Und ich denke mir so, ja, Bruder, hast du das Geld dafür? Kannst du dir die ganzen Kunststücke leisten? Und da fällt mir ein, dass er eins tatsächlich mir mal verkauft hat. Hätte ich mal bei Huschke was gekauft, Mann. Hätte ich bei Huschke mal was gekauft. So. Wir haben genug Kokosnüsse.
1A. Geben wir das Geld aus. Wie viel Geld habe ich eigentlich auf Tasche? 40.000. Das ist eine Menge eigentlich. Ne, Luzi? Wie viel Geld hast du? Glaubt ihr, die Bewohner haben eigentlich viel Kohle? Ich weiß wirklich nicht. Ich frage mich immer, ob die sehr viel Geld haben. Vielleicht haben die viel Geld. Und wollt's einfach nur nicht für die Stadt ausgeben, ne? Vielleicht willst du eigentlich gar nicht. Hey, du, ist ja wieder toll, dich wiederzusehen. Also, was liegt an? Lass uns quatschen. Peter ist heute super beschäftigt mit all seinen Lieferungen. Hoffentlich geht auch vorsichtig mit meiner Fanpost um. Das ist genau das gleiche wie Mischka gesagt. Ich meine, es passiert nicht auf den New Leaf, aber es ist gerade passiert. Eieieiei. Schlimm, schlimm. Marius? Marius? Irgendwo ist er doch. Kalle, bist du zu Hause? Kalle ist zu Hause! Let's go! Hoffentlich ist der Kleine nicht krank. Kalle, geht's dir gut? Kalle? Kalle, Schmalle, sag ich immer. Schaut ihn euch an. Mit seinen Aliens. Er ist eine Ente aus dem Weltraum. Oh, Besuch, wie schön. Ja, was kann ich für dich tun, Fully? Unterhalten wir uns. Menno, im Moment ist gar nichts los. Langweilig. Ich hab's, ich erfinde den Feiertag. Der große Kalle begrüßt den Herbstjubeltag. Das wird toll. Und dann essen wir alle Käsekuchen und sind froh. Genau. Kann ich das ausmachen? Nope. Dein UFO hebt gleich ab. Kalle, siehst du das? Siehst du das? Es entführt jemanden. Hallo, Fully, was gibt's? Dein UFO! Rede mit mir. Hey, psst. Hinter deinem Rücken sagen die Leute, du wärst eine echte Försterin. Und über mich sagen die Leute mal wieder gar nichts, Menno. Ich wäre auch gern so berühmt wie du. Das Försterin-Ding hat sich echt durchgesetzt, ha? Hallo, Fully, kann ich dir irgendwie helfen? Hier ist langweilig. Na, wie findest du mein Outfit, Fully? Süß. Süß? Eher ein Teddybär oder ein Baby oder so. Bestimmt war das nett von dir gemeint. Also danke. Shit. Ich hab verkackt. Okay, einmal reden wir noch mit dir. So sieht man sich wieder. Was kann ich für dich tun? Was gibt's Neues? Ich habe immer mein kleines Kalenderbüchlein dabei, damit ich auch keinen Feiertag verpasse. Mal sehen. Bis zum nächsten großen Tag dauert's auch ganz schön lange. Okay, tschüssi. Bye. Mach's gut, Kalle. Ich vermisse ihn jetzt schon. Glaubt ihr, Kalle und ich sind gute Freunde geworden? Glaubt ihr, der Enterich mag Century? Glaubt ihr, er liebt diese Stadt und will hier bleiben? Ich hoffe, er bleibt hier für immer. Genauso wie ihr. Ihr bleibt alle hier und guckt nichts anderes, okay? Außer natürlich andere Videos von mir. Also, das ist erlaubt. Das dürft ihr. Wo sind eigentlich die anderen Fossile? Habe ich heute noch nichts anderes hier gefunden, außer zwei Stellen zum Graben? Oh mein Gott. Ganze Obstkultur hier aufgebaut, oder was? Naja. Erstmal nehmen wir die, haben 9er Stack und packen die zusammen. Perfekt. So. Irgendwie war hier noch eine Kirsche, ne? Dann nehmen wir hier die alle mit. Ob ich mal seltenes Obst weggeben soll, außer nur Kirschen? Oh mein Gott, das ist ein Apfel. Wie habe ich den Apfel all die Jahre nicht gesehen? All die Jahreszeiten einfach versteckt gewesen, der Apfel. So. Okay. Komm her, Apfel. Ab in meine Tasche. Ich kann übrigens nicht glauben, dass das meiste Geld, was ich verdiene, wirklich nur durch die ganze Obsternte kommt. Ich meine, und durch Fossile und die Steine, aber viel mehr mache ich nicht. Ich bin gar kein so großer Profi-Angler oder Tierfänger, ne, Insektenfänger oder so. Gar nichts eigentlich. Also ich mache schon ein bisschen was, aber... Ist euch aufgefallen, dass ich seit Tagen auch keine Insekten groß mehr gefangen habe oder groß angeln war? Und die Insel ist erst morgen wieder dran. Oh mein Gott, das ist ja auch ein Ding. Morgen ist Inseltime. Und trotzdem mache ich die ganze Zeit so viel Geld. Das ist ein bisschen wild. So, ich habe hier alles mitgenommen, ne? Auch nichts zu buddeln. Da drüben sind Äpfel. Die können wir noch mitnehmen. Wie viel Platz habe ich eigentlich in der Tasche? Ich kann immer 3 mitnehmen und stacken. Der ist kein Problem. Das wird dann gar nicht mal so nervig. Hey, Apfelbaum, komm her.
Mein gut, ich habe ja auch, will ich eigentlich mehr davon pflanzen? Ich habe das Gefühl, ich habe mehr als genug, ne? Wahrscheinlich ist das sowieso schon ein Ding, dass ihr euch denkt, oh, Fully, jeden Tag gehst du los, Bäume schütteln, wirklich? Wie viel Obst willst du noch pflanzen, Mann? Es reicht, Fully, wir können nur so lange zugucken, wie du immer, immer und immer wieder die Obsternte machst. Und ich denke mir so, ja, ich brauche das Geld. So, die Kirschen lasse ich einfach nur runterfallen, die stacken wir mal nicht. Oh, die Äpfel kann ich halt stacken, ne? Aber jetzt so zwei. Einfach kein Platz in der Tasche. Ja, es gehen wirklich nur zwei. Und irgendwann komme ich hier wieder vorbei und sehe dann so, ist ja alles voller Zeug. So, nein! Ah, meine Taschen sind voll. Ich habe eine zu viel mitgenommen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Okay. Nein! Ich war mir so sicher, dass das ein Fossil ist. Die 100 Sterne für die Falle kriege ich nicht mehr wieder. Die ist weg. Dabei wollte ich euch alle in die Falle, Falle locken. Heute ist aber auch der große Früchteerntetag, hä? Jesus Christ. Schaut euch das an. Alles voll. Hätte ich aber die Koralle nicht mitgenommen, ne? Dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber nein, 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 nein. Ich nehme eine Koralle mit. Ich bin Fully. So rede ich, oder? So rede ich immer. Als ob hier zwei Fossile nebeneinander sind. Was? Wirklich? Mein geregnet hat sie nicht, oder? Also kein Gyroid. Kein Gyroid. Sagt ihr Gyroid oder Gyroid? Ich weiß nicht ganz, wie ich das sagen soll. Im Englischen sagen alle immer Gyroid, aber hey. Ja, ja, ja. Marius zu Hause? Oh nee, das ist Luzi. Marius? Spaziergang, okay. Warte mal. Das war Manus Haus, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist einfach viel zu viel Text für Marius. Hier ist Marius Haus. Nicht da. Ich habe ihn vorhin einmal gesehen. Da ist er doch. Was geht ab, Marius? Oh, Eleanor wollte was. Oh, Knubbel, gesichtet auch unterwegs. Hm? Was soll ich sagen? An dieses Wetter könnte ich mich gewöhnen. Eleanor hat schon aufgegeben. Oh. Was liegt dann? Plaudern wir? Mal sehen, was könnte man bei einem Wetter wie heute alles unternehmen? Oh, ich stand gerade kurz davor, mir vom Wetter vorschreiben zu lassen, was ich tue. Zum Glück habe ich das noch gemerkt. Mir schreibt niemand etwas vor. Okay. Sei deswegen so happy, dass ich keine Vorschriften hier habe? Was ein schöner sonniger Nachmittag. Da kriege ich Lust auf ein Sonnenbad. Ja, wolltest du was Bestimmtes? Im Herbst? Wie läuft's? Also Huschke und Luzi haben irgendwie eine sehr seltsame Beziehung zueinander. Immer wenn ich sie sehe, zanken sie gerade heftig oder sie sind dabei, sich wieder zu vertragen. Ich finde sowas ganz schön anstrengend. Huschke und Luzi, also, Seid ihr etwa zusammen, Marius, du hast doch eine Mango. Ganze Mango, ey. Hast du gesehen? Wie ein Trottel, oder? Wie ein Vollidiot. Was, Ist langweilig. Ich hab gerade Peter getroffen. Das ist mir ja mal einer, aber er macht seine Arbeit eigentlich ganz ordentlich. Und wenn ich das sage, will das was heißen. Und sonst so? Was? Ist langweilig. Hey, guck dir das mal an. Alle reden heute über Peter, ey. Und Marius, alter, penn mal nicht so lang, ey, Bruder, mashallah. Hier, ich bezahl dich sogar. Oh. Das ist der erste Brief, den du mir damals geschickt hast. Den lasse ich mir jetzt einrahmen und hänge ihn übers Klo. Ach, Marius. Marius ist auch nicht so der Gesprächigste, hä? Schade, dass das nicht geht. Gar keinen Platz mehr in der Tasche. Ja gut, ich denke, ich habe einen einzelnen Apfel dort einfach. Ja, das ist frech. Ich denke, ich gehe als allererstes mal ins Museum und lass mein Zeug mal analysieren. Und dann verkaufen wir alles auf einen Schlag für die größten Zahlen, die wir haben könnten, ja? Und dann bin ich immer noch am struggeln. Will ich eigentlich wirklich für 3 Sternes Profit all meine Rüben verkaufen? 2000 Sternes für 3 Profit? Das ist halt echt nicht viel. Das ist 6000 plus, ne? Was geht ab, Buschke, Buschke? Hey, hallo! Gehst du einkaufen, Fully? Ich auch!
Willst du was Bestimmtes? Erzähl mir was. Ich weiß nicht warum, aber mich zieht es immer wieder hierher. Wahrscheinlich, weil man hier viele neue Leute kennenlernt. Ich merke schon, man lernt hier so viele Leute kennen. Übrigens, apropos Leute kennenlernen. Ihr habt mich gefragt, ob ich nicht nach dem Museum vielleicht als Projekt den Campingplatz aufbauen möchte. Einfach damit man immer mal wieder neue Leute dort trifft. Wisst ihr was? Einfach nur dafür. Wir haben's. Wir haben den Schuhladen. Endlich. Einfach nur, damit wir immer neue Villager dort mal sehen können. Würde ich sagen, auf jeden Fall gerne. Eurer Bitte wurde stattgegeben von Bürgermeisterin Fully hier. Es geht ab, Eugen. Ja, dann waren alle einfach mal nicht im Museum. Aufstehen! Aufstehen, Eugen! Wir haben Dinge zu erledigen. Ich will etwas analysieren. Bitte. Siehst du das da? Das da, das da und das da? So viel. Nimm mit. Mehr als ein Fossil? Ja, werfen wir einen Blick drauf. Noch nicht alle. Aha, aha. Also überzeugen, ja, spenden, also Eigentum hier. Dankeschön für mein Eigentum. Und ich möchte mein Eigentum an dich abtreten. Alles. Oha, drei neue. Das ist stark. Uhu, sie haben aber einige tolle Dinge mitgebracht. Große Gespende, ja, ja. Oh, eins davon war doppelt, okay. Verstehe. Das heißt, ich habe doch nur zwei neue, ne? Ja. Schade. Immerhin, zwei neue ist auch nicht schlecht, ne? Das ist jetzt auch nicht etwas, wo man sagen sollte, nur zwei neue. Das ist eine Menge. Das heißt, wir haben viel mehr Ausstellungsstücke gerade. Und Marius kann sich mal endlich neue alte Knochen anschauen. Übrigens sollte der nächste Rübenpreis kacke sein, dann werden wir echt mal Party feiern gehen, ja? Und hier so? Irgendwas Tolles? Nee. Tschüss. Irgendwie hier bei euch im Laden, ich finde nicht so viel Zeug, was ich wirklich kaufen möchte. Oh mein Gott, das Mischkas Outfit. Ich kann im Partnerlook mit Mischka unterwegs sein. Wir das mal anprobieren. Die Lockerweste? Wie kultig. Erstmal anprobieren. Ah, hat was, hat was. Lieber doch nicht. Die Bewohner haben mir heute gar keine Klamotten geschenkt, aber normalerweise tun sie es ja dauernd. Was ist nur los? Habt ihr etwa alle keine Kleidung mehr, oder wie? Nee, nee, nee. Wir gehen beim Neppi und Schleppi wie immer ein Bonbon kaufen. Und, es geht ab. Na, Huschke, willst du selbst Klamotten einkaufen gehen? Nein? Okay. Könnt ihr das eigentlich in New Leaf? Ich habe nie drauf geachtet. Wusstet ihr, im OG Animal Crossing, für den GameCube, sogar für die N64, können die, ich habe nur einen Platz. Shit, ich brauche dann eher das Bonbon. Können die Villager hier Dingens, einfach ins Haus rein und raus. Du kannst sogar in deren Haus rein, wenn die nur in der Nähe sind, aber auch draußen sind. Das geht. Und dann laufen die auch währenddessen einfach rein zu dir wieder, wenn du im Haus bist. Das ist ganz anders, aber aus irgendeinem Grund in White World habe ich es nie gesehen. Okay, ist halt DS, ne? Dachte ich mir, fein. Aber hier habe ich es, glaube ich, auch noch nie gesehen, oder? Und in New Horizons weiß ich auch nicht, ob ich das je gesehen habe. Aber es könnte sein, dass ich es dort gesehen habe. Ja, ja, ja. Ich nehme es. Ich kaufe es. Gebe her. Schaut euch den Vogel an. Willst du zu mir? Soll ich dir ein Zuhause schenken? Vielleicht komme ich vorbei. Und dann habe ich noch ein Haustier einfach gekauft. Warte mal. Das wäre doch makaber. Stellt euch vor, ihr seid ein Hamster und ihr habt einen Hamster zu Hause. Oder ihr seid ein Vogel und ihr habt einen Vogel zu Hause. Das geht ja in Animal Crossing. Nach Animal Crossing-Logik funktioniert das wirklich. Wisst ihr, was ich erstmal mache? Richtig. Wir gehen erstmal Geld abbezahlen oder einzahlen. Hier in unserem schönen Konto. Mach mal schneller, Konto. Einzahlen. So, ich habe 30.000 Sterne auf dem Konto. Das ist nicht so viel, ne? Ich wollte aber tatsächlich 30.000 nochmal zusätzlich einzahlen. Ja, 60.000. Dankeschön, Dankeschön. Bisschen Geld habe ich ja noch übrig. Ich könnte ja 6.000 fürs Museum wieder ausgeben, ne?
Oder ich war... Ja, nee. Wir könnten 6.000 fürs Museum ausgeben. Ich muss nicht sofort 10.000 auf den Kopf werfen. Ah, so viel Geld aber für die Rüben wie das letzte Mal hätte ich da nicht. Es sei denn natürlich, meine Ausbeute auf der Insel wird einfach super krass extrem. Aber ich weiß nicht, ob das was wird. Ich meine, ich habe ein bisschen was zu verkaufen, aber so viel Geld wird das jetzt auch nicht. Es werden auf jeden Fall ein paar Tausend. Mhm. 16.000 habt ihr schon gesammelt. Oha. Ich bin dabei. So. Es hat sich ja immer mehr schon hier getan. Ja, wir sind jetzt bei... Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur nicht alles spenden. Stehst du? Ja. Ich habe verstanden. Ja. Ich bin dabei. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah! Ja, ich weiß. Kann ich nicht. Ach, das dauert immer so lange. Du laberst zu viel. Weißt du was? Ich bin dabei, aber jetzt bin ich sauer, okay? Jetzt zahle ich dir nur 5.000. So, bist du zufrieden? Bestätigt. Ich meine, interessant trotzdem, dass meine ganzen Bewohner hier so viel Geld schon auch von sich aus einfach gespendet haben. Kein Vogel, also nichts Neues. Ja gut, dann wir gehen unser Zeug verkaufen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, eigentlich war es das für heute. Essentiell. Ich meine, ich wüsste auch nicht, was ich machen soll. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es wird Tage geben, da werden wir ein bisschen rumblödeln, aber es wird nicht viel, wahrscheinlich so viel Krasses passieren. Morgen können wir aber Schuhe und Socken kaufen und das wird super cool. Und da kann ich endlich mal bessere Schuhe kaufen für mich, Mann. So, ich will das da verkaufen. Das alles. Rechne mal zusammen. 22.000. Holy shit. Okay. Vielleicht habe ich ja... Moment. Ich habe knapp 100.000 Sterne gerade wieder, ne? Ja, schau mal da, guck, ha? Beeindruckend, nicht wahr, Eleanor? Das war ein schöner, sonniger Nachmittag. Da krieg ich Lust auf ein Sonnenbad. Du wolltest über irgendwas Bestimmtes sprechen? Wie läuft's? Uli, hast du zufällig Interesse an einem Birkenfeige? Es ist nämlich so, dass ich mir eine gekauft habe, aber eigentlich habe ich doch keine Verwendung dafür. Eine Birkenfeige? Das ist einfach nur ein Baum zum Ausstellen? Ja, und jetzt dachte ich, ob du sie mir vielleicht abkaufen magst. Sagen wir für 1440 Sterne. Gerne. Ich tu dir mal den Gefallen. Oh, toll. Das habe ich mir gedacht. Genau deshalb habe ich die Birkenfeige auch dabei. Hier, bitte. Die hat wahrscheinlich eh kein Geld gerade, hm? Ist okay. Es hat mich gefreut, Geschäfte mit dir zu machen. Marius, ich habe dich hier gesehen. Wo bist du, du alter Bulle, ha? Huh? Oh, er ist weg. Da ist er. Oh, Knubbel. Bist du immer noch unterwegs, hm? Was liegt an? Erzähl mir was. Ich hab gerade Peter getroffen. Ist mir ja einer. Aber er macht seine Arbeit eigentlich ganz ordentlich. Was haben die alle heute mit Peter? War der wirklich hier zu sehen? Habe ich ihn verpennt oder so? Oh mein Gott, jemand ist am Strand. Caroline, du bist am Strand? No fucking way. Ha. Kann man Peter nicht abschießen? Ist er an mir vorbeigeflogen und ich hab's nicht gesehen. Irgendwas war da, ne? Es gab im Wild World auch ein UFO, was ganz wild war. Naja. Ja gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Ich wüsste nicht, was ich noch tun sollte. Speichern und beenden. Ja. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich die 3 Sterne für die Rüben ausgeschlagen habe. Ich meine, ein bisschen mehr Profit wäre schon echt cool. Aber immerhin, der Preis ist wieder hochgegangen. Wir haben den Tiefpreis erreicht und dann ist er wieder echt gespiked. Und ich hoffe, der geht wieder hoch. Wenn er morgen wieder runtergeht, dann habe ich echt reingeschissen. Hoffen wir mal auf das Beste, ja? Und Luzis Brief war immer noch ein bisschen gruselig. Aber naja, haut da rein, Guys. Das war's für heute. Hier gibt's noch andere Videos und tschüss, bis dann.